Hallo und willkommen bei Empyreon mit eurem Bingon. Ja, wir sind jetzt schon in der zweiten Folge. Naja, eigentlich ist die Nummer 4, aber die zweite Folge nach dem Neustart. Ja, wir sind jetzt wieder zurück am Lager. Wir haben ja letztens auf dem Berg aufgehört zu spielen. So, das hier muss mal alles da runter. Wir haben dafür gar keinen Platz. Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Wir brauchen jetzt natürlich... Oh, kein Wunder, dass das nichts wird. Mein Gott, schaltet den doch auch ein. Warum habt ihr mir das nicht gesagt zur letzten Folge? Ich renne mir da einen Wolf ab und komme wieder und da ist noch nichts passiert. Das ist doch Scheibenkleister ist das, oder? Ein Scheibenkleister ist das. Der Kern muss raus. Das kommt weg. So. Naja. Wir brauchen dann auch nochmal Sauerstoffzellen hier. Haben wir auch mal 5, würde ich sagen. Ja, wir bauen uns dann hier diese Waffe. Metallkomponenten habe ich bestimmt keine. Hey, Kollege. Hallo, kannst du mal aufhören? Was soll denn das? Das ist ja nur so. Danach können wir dann die bauen. Und dann brauchen wir Munition für die. Machen wir so 10 Stück, also schlimm ist, man kann halt eigentlich nicht viel nebenbei machen. Wir könnten mal gucken, kann ich nicht hier auch schon wieder eine Verdampferladung bauen? Naja, bauen wir mal. Komm, hopp, hopp. Wird das heute noch was hier? Ja, gut, das ist kein Kühlschrank, das wird also nichts werden. Ich brauche dringend ganz Luft, sehe ich. So, wir werden uns mal hier voll essen mit diesen komischen Dingern. Ich glaube, hier auf dem Planeten können wir die nicht auch hier so setzen. Na, schauen wir mal. Okay. Super. 9 Fläschchen habe ich wieder. Muss noch ein bisschen mehr machen, das langt natürlich nicht. So, Entschuldigung, ich musste mein Mikrofon wieder mal ausschalten. Ich musste husten. Das war nicht so toll. Dann machen wir nochmal 5, oder? Dann haben wir 10, das ist okay. Haben wir ein bisschen Vorrat. Mhm. Ja, das ist schwierig jetzt. Es wird langsam auch dunkel, also langsam muss der Basebau mal hier beginnen. Ja, so langsam müsste er mal beginnen. Ich breche das jetzt mal ab, weil das ist, dauert mir jetzt hier zu lange. Wir müssen die Base mal schneller, etwas schneller bauen, weil es werden ja auch irgendwann mal hier Monster kommen. Ja, und ich möchte nachts jetzt nicht ungeschützt hier rumstehen auf dem Boden. Ich meine, gut, das ist auch möglich, aber wir könnten mal das Licht stellen. Wo stellen wir das denn am besten hin, ey? Wir drehen das jetzt erst einmal von mir aus dahin. Naja, perfekt steht's nicht, aber oh, naja, geht auch. Ja, na komm, etwas schneller. Hallo. Hallo. Können wir den hier auch abbrechen? Okay, komm. Mach. Komm, ich will die Base bauen. Base, jo, Base. Wie ich gesagt habe, wir werden in der Folge die Base stellen. Wo stelle ich denn die am besten hin? Erst einmal, oh Gott. Erstmal dahin. Ja, Jetpack wieder an. Sehr gut. Eieiei. Okay. Wir haben schon mal eine Base. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich komme gut an das Ding hier dran. Das ist geil. Jo, mach mal. Wir kriegen jetzt unsere große Wumme. Ein Sturmgewehr. Da könnten wir gleich mal gucken, ob wir was skillen können. Technikbäume. Nö, können wir nicht. Erst mit Level 5 können wir wieder was Anständiges. Ja, das Licht können wir leider erst dann machen. Ja, also mit dem Flugzeug, also mit so einem Hover oder mit einem Flugzeug will ich eigentlich noch gar nicht anfangen. Level 5 wäre dann natürlich Flakgeschütze und Raketenwerfer auch erst mit Level 7. Schade, schade, schade. Deko-Blöcke brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja gut, ein Sauerstoffgenerator wäre natürlich nicht zu verachten. Ah, da, wunderschön, den nehmen wir mit. Frachtbox nehmen wir auch mit. Ja. Okay, das heißt, wir können einen Generator bauen, hoffe ich doch, ey. Wir haben die neue Waffe. Wir können sogar das Zerleger- und Reparaturwerkzeug dann schon mal bauen. Was fehlt mir denn hier für die Verdampferladung, warum man das nicht machen will? Metallstücke braucht er dafür mal wieder. Ah. Aha. Das heißt, wir werden kurz das hier abbrechen. Das hier mal wegmachen.
werden hier vielleicht nochmal 10 machen, werden es onschalten und werden uns dann mal um Sauerstoff kümmern. Wir brauchen mal ein bisschen Sauerstoff und dann werden wir hier die Verdampferladungen machen und das Reparaturwerkzeug werden wir auch dann bauen. Gut, dann sind wir doch schon mal ganz gut dabei. Wie, nur 25 Schuss? Was ist los? Warum? Habe ich da irgendwas Falsches angegeben? Muss mal nachschauen, ne? Was sind das? 25 Schuss ist ein bisschen wenig. Damit kann man da nichts machen. Aha. Wo baue ich meine meine Kraftzellen baue ich hier. Konstruktor groß gibt es dann schon. Generator klein. Ja, nach dem Patch ist es ja auch ganz geil. Der ist ja nach der zweiten Folge bei mir drüber gelaufen. Das heißt, wir spielen jetzt schon in der Alpha, in der Pre-Alpha 4.1.1, steht oben links, ja. Zur letzten Folge haben wir, glaube ich, noch in der Pre-Alpha 4.0, glaube ich, gespielt. Mhm. 4.02, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre. Ach, ich hasse es nachts, seid mir nicht böse, aber nachts ist hier echt schwierig, da kann man so schwierig irgendwas machen. Aber gut. Salami. Salami. Wir brauchen mehr Munition. Mit 25 Schuss kommen wir hier nicht wirklich weit, oder? Ne, mit 25 Schuss kommen wir nicht wirklich weit. Aber jetzt brauchen wir erstmal Sauerstoff und der dauert ganz schön lange. Oh Mann, da habe ich mir was angehört. Also schnell craften tut er jetzt nicht, muss ich behaupten. Diesmal finde ich den Start auch gerade irgendwie etwas schwierig. Schlecht gelungen, will ich mal behaupten. Ja, ich finde es nachts echt immer ein bisschen schwierig, hier irgendwas zu machen. Weil einfach... Kann ich denn? Nee, ich kann den erst mit dem Konstruktor groß, kann ich erst die Geschütze bauen und ja. So, ich habe mir meinen Kaffee erstmal geholt. Entschuldigung, ich bin ja noch in der nächsten, in derselben Aufnahmesession wie jetzt der dritten Folge. Ja, es ist halt manchmal einfach auch ein reines Warten hier. Man kann nichts machen, man kann nichts bauen. Man muss ja erstmal alles craften, was man so zusammen haben muss, um zu überleben. Ja, mir geht auch schon wieder der Sauerstoff runter. Ach, ist das schwierig hier. An den komme ich natürlich... Oh doch, oh Mist, an den wäre ich auch noch dran gekommen vom Weiten. Mist, hätte ich gar nicht ins Wasser springen müssen. Ja, da muss Ding rein. Da muss dringendst... Energiezellen rein. So. Ja, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen. Wir müssen uns mit Sauerstoff füllen. Das geht hier nicht anders da. Ja, das ist... Ja, ja, noch seht ihr ja was. Ich weiß gar nicht, ob ihr dann später was seht. Das ist sehr dunkel hier in diesem Spiel. Aber ich finde das cool. Guckt jetzt mal an. Komm da auch so dran. Ich muss gar nicht erst hinlaufen. Ist das nicht geil? Gut gestellt. Ey, mach den Mund zu. Kollege. Es zieht. Es zieht. Mach den Mund zu. Ja, wir füllen uns jetzt erstmal noch einmal mit Luft. Das heißt, wir könnten auch jetzt erst einmal das hier abbrechen. Ja, gucken wir mal, dass wir das hier... Da müssen wir noch ein bisschen was bauen hier. Das ist definitiv zu wenig. Und wir müssen dann mal drüber nachdenken, dass wir uns hier auch ein paar Blöcke bauen. Wir müssen mal so langsam anfangen, die Base ein bisschen zu vergrößern. Wir müssen da schon mal richtig loslegen. Ach, ist das schwierig, ey. Gut, das Prometheum-Erzlager ist da. Ja. Aber ohne Munition möchte ich da eigentlich jetzt nachts auch noch nicht arbeiten. Ja, 5 Dampferladungen haben wir. Oh, ich weiß es nicht. Wir können die erstmal abbrechen. Was ist damit? Da fehlt mir Kraftstoffzellen. Ich Mist, ey. Dann müssen wir leider erst die Promethium-Pellets machen. Als nächstes, das sind dann 102. Jupp, die machen wir. Ja, die machen wir. Die machen wir. Mhm. Und dann machen wir Kraftstoffzellen. Machen wir mal so, weiß nicht, 10 Stück ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? So, jetzt wird es dunkel. Das ist super. Sauerstoff.
Da weiß man gar nicht, was man zuerst anklicken soll. Irgendwie, man braucht ja alles irgendwie ein bisschen. Man muss ja irgendwie überleben. Wie viel haben wir denn noch? 11. Ach, da kann ich nochmal. Brauche ich 2x5 und dann passt das wieder. Munition. Ganz wichtig. Entschuldigung. Munition ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wird es auch schon wirklich dunkel. Ja, jetzt müssten auch diese komischen Viecher hier spawnen mit den komischen Stacheln da oder was das sein soll. Na komm, auf Magnesium. Wir brauchen als nächstes Magnesium, Eisen. Magnesium, Eisen, was brauchen wir noch? Also hier haben wir Magnesium, hier haben wir Eisen. Also wir haben einmal Iron gefunden, noch kein Kobalt, das ist sehr wichtig. Kupfer haben wir, Silikon fehlt uns noch, Neodym haben wir 3 Stück, die müssen wir dringendst finden. Die dürften aber auch nicht so weit weg gewesen sein, die sind auch in diese Richtung. Irgendwo hier, glaube ich, oder war es irgendwo da? Ich weiß es nicht. Es wird noch einiges an Lauferei geben. Hier auf dieser Karte. Aber was wollen wir anderes machen? Am Anfang ist es halt erstmal viel Lauferei. 75 Schuss ist ein bisschen wenig. Wir müssen da schon ein bisschen. 100, ne, 100. Ja. Ich finde das echt schwierig. Was brauchen wir da? Rohes Fleisch. Vorlagen, ja. Wir bräuchten halt Fleisch. Wollen wir uns mal so ein Vieh hier holen und dann mal Salami machen? Aber ob die so lange da drin hält, ist die andere Frage. Ich bin ja schon so viel am Bauen wieder. Ja, müssen wir halt mal gucken. Wir bräuchten halt so mobiles Baulicht, definitiv. Bist du tot? Danke. Okay. Oh wow, super, einmal Fleisch. Aha. Das legen wir mal da runter. Komischen Stachel, den legen wir auch mal da runter. Was haben wir denn hier? Alien-Teile. Aha. Fleisch. Oh, der komische Stachel, da weiß ich noch nicht, was man macht, aber ich leg's mal hier runter. So, dann machen wir uns mal eine Salami. Eine Salami machen wir uns dann mal. Ja, das ist schwierig hier. Wir müssen das hier mal weg abbrechen. So, on. Ja, müssen wir uns mal eine Salami machen. Wir brauchen ja was zu essen. Aber ein Stück Fleisch, echt nicht wirklich viel, ey. Und dunkel ist es hier. Oh, guck mal, ich komme an den von so weit dran, ey. Ist ja Wahnsinn, ey. Den hier aber nicht. Das ist natürlich komisch. Naja, es kommt vielleicht auch drauf an, wo man steht. Na komm, was dauert denn hier so lange? Ach, Leute, ich finde das schwierig. Immer dieses ganze Gekräfte, wenn man da noch nicht viel hat. Naja, das ist auch ein großes Kupfer hier, guck mal, fast 7000 haben wir hier. Da haben wir nochmal Promethium 2,5, ja, hier mit 3,5, das ist schon. Hier haben wir 2500, hier haben wir 4000, 8000. Ja, das ist schon, hier oben ist noch irgendwas, das weiß ich, da hätte ich mal ein Stück nur einen Berg hochlaufen müssen, hätte ich das auch erkundet. Aber naja, so ist es halt. Also, gut, jetzt haben wir mal gleich eine Salami. Oh, wir haben Blöcke, das ist nice. Ja, nehmen wir gleich mal 5 Blöcke hier. Aha, 5 Blöcke nehmen wir mal. So, dann machen wir hier mal 3. Brauchen wir nochmal 3. Kommen wir hierher. Was mir so irgendwie fehlt, ist sowas wie bei Minecraft, so ein Inventory Tweaks. Das wäre mal nice, oder? So, wir machen die mal ein bisschen breiter. Komm, her damit. Her damit, her damit. So, wir machen die mal ein bisschen breiter. Ja, ein bisschen breiter bauen. So. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch 3. 3 sind zu wenig für die hintere Plattform. Ach, ich wollte da drunter fallen. Warum fällst du runter, du? Du, warum fällst du da runter? Was sollst du denn nicht runterfallen? Wenn, dann vielleicht hier, aber nicht auf der Seite. Schwierig, was ist los? Okay, passt. Jetzt haben wir noch 2 Blöcke übrig, das ist noch ein bisschen wenig. Ah. Einer. Setzen wir den da dran, okay. So, jetzt haben wir schon mal ein kleines Stück unserer Base gebaut.
Wir müssen wahrscheinlich nach vorne raus, sobald wir den, den anderen Konstruktor haben, müssen wir, ach, die könnte ich mal mitnehmen, weil wir brauchen ja gleich mal in unserem Sauerstoffding hier, machen wir mal voll hier, hauen wir ein Eimer, was hat jemand gesagt? Nee, keiner hier, keine Drohne, nix, alles gut? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Na, was ist? Nein. 15, okay. Das heißt, wir werden jetzt dann erstmal Sauerstoff machen. Das heißt, wir werden dreimal das Ding hier machen. Ja, und danach werden wir unsere Promethium-Pellets machen, oder? Was brauchen wir denn hier? Was haben wir denn? Dampfer, Zerlegeladung, Kraftstoffzellen. Da können wir auch mal 5 bauen, das ist okay. Jetzt gibt's die erste Salami. Die erste Salami. Ich habe noch in keinem Spiel, noch nicht mal offscreen, in meinen Testwelten, es geschafft, eine Salami zu machen. Boah, lecker. Die ist gut. Oh, die war gut. Sehr gut, daran kann man sich gewöhnen, an Salami essen. Ja gut, privat esse ich eigentlich auch Salami. Aber nicht mehr so oft. Ich weiß auch nicht warum. Also meistens esse ich eher Servelatwurst wie Salami. Früher habe ich gerne Salami gegessen. Mittlerweile dann eher die Servelatwurst. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber ja. Mittlerweile esse ich beides irgendwie nicht mehr so gerne. Ich weiß auch nicht warum. Das ist sehr schwierig. Aber naja, gut. Och Mann, ich finde das nachts echt blöd. Hier kann man nachts nichts machen. Es ist dunkel. Wir haben keine Blöcke, das Ding craftet zu langsam. Mann. Mist ist das. Ein Mist. Naja. Dann würde ich eher sagen, dass wir, die Zeit ist sowieso gleich um, uns auch mal die Folge beenden werden und wir werden uns dann am helllichten Tag, zur nächsten Folge wird es dann Tag sein. Ich warte einfach die Nacht ab. Dann hat der hier auch mal weiter fertig gecraftet, dass wir ein bisschen Base-Building machen können. Wir brauchen ja dann Eisen. Na gut, wir haben noch ein bisschen, aber wir brauchen Eisen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Drohnen unterwegs, die uns noch ein bisschen Zeug hier geben, dass wir hier ein bisschen bauen können, weil wenn ich das Ding aufstelle und anschalte, habe ich hier gleich Party und noch ohne Geschütze, ohne irgendwas. Ach, ist das nicht schön hier. Kann man nicht hier auch irgendwie Screenshots machen? Aha. War das jetzt? Ah, sehr nice. Ach, ist das nicht schön. Also jetzt weiß ich, dass es die F12-Taste ist, die man benutzen kann. Sehr schön. Haben wir uns doch ein schönes Thumbnail ausgesucht. Das ist doch nice. Das werden wir benutzen. Genau. Okay, jetzt haben wir wieder 5 Sauerstofffläschchen. Ja. Also gucken wir. Wir werden uns in der nächsten Folge warten, bis es Tag ist. Werden dann Eisen besorgen, ein bisschen Magnesium besorgen, brauchen wir für Munition. Gucken, ob wir das Neodym-Lager finden und natürlich wird es dann helllichter Tag sein. Vielleicht werden wir noch ein paar Drohnen finden, die wir vom Himmel holen und ein paar Teile einsammeln und dann wieder Base-Building ein bisschen betreiben. Das ist ganz wichtig, ja. Ja, das ist halt schwierig hier. Ja, wir müssen unsere Felder dann mal anfangen zu bauen und ja. Gut, wir können ja jetzt auch Salamis machen. Machen wir uns immer so ein bisschen was, dass wir so 2, 3 immer einstecken haben. Das werden wir schon hinkriegen. Hier läuft ja eigentlich genug rum. Das wird nicht das Problem sein. Gut, dann werde ich die Folge hiermit beenden. Wünsche euch, falsch, langsam, ganz ruhig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir vielleicht auch was Nettes unter die Kommentare. Tipps, Tricks, ihr wisst schon, Anregungen einfach unten rein. Kritik könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr wollt. Das gehört ja auch dazu. Man kann ja nicht alles wissen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.